Ja, liebe Mitglieder der Archäologischen Gesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, vor allem aber lieber Herr Kollege Gebhardt, vielen Dank, dass Sie aus München zu uns gekommen sind, um den diesjährigen Winkelmann-Vortrag zu halten. Ich begrüße Sie alle herzlich zur diesjährigen Feier von Johann Joachim Winkelmanns Geburtstag, den wir in alter Tradition mit einem Festvortrag und mit einem anschließenden Empfang begehen wollen. Unser Jubilar könnte just am heutigen Tage auf 297 Erdenjahre zurückblicken. Es sind also nur noch 3 Jahre bis zu seinem 300. Geburtstag. Da sich dann 2018 bereits der Tod Winkelmanns zum 250. Male jähren wird, hat die Stendaler Winkelmann-Gesellschaft in diesen Tagen bereits ein internationales Winkelmann-Komitee für die beiden bevorstehenden Jubiläen, so der offizielle Titel, gegründet. Wir werden sehen, wozu das führt. Noch ist es aber nicht so weit und wir dürfen noch einigermaßen unbelastet vom Druck einer so stolzen Zahl auf Winkelmann und sein Wirken schauen. Hier gibt für dieses Jahr unser Vortragsredner den Aspekt vor. Hätte Winkelmann unser Museum respektive unsere Museen besucht? Hier müssen wir die Antworten abwarten, die uns Herr Gebhardt gleich geben wird. Zuvor möchte ich aber kurz fragen, was hat Winkelmann eigentlich in seinem Museum, dem Vatikanischen, als Commissario delle Antiquità oder noch wohlklingender als Romanarum Antiquitatum Praeseis gemacht? Der Posten, so sein berühmter Biograf Karl Justi, war ein sehr gesuchter. Und wie noch heute war die Konkurrenz um eine feste Anstellung im Museum hart. Oton Winkelmann hierzu: Diese Stelle ist mir vor vielen anderen, die sich ängstlich und kräftig darum bewarben, erteilt worden. Es ist die schönste Stelle, die ich mir hätte wünschen können. Ich habe mehr erlangt, als ich verdiene und als ich im Traum mir bilden kann. Er nennt seinen neuen Posten ansehnlich, er setze ihn in den Stand, die kleinen Kläffer, wie er sagt, wenn er wolle, zu züchtigen. War diese fast triumphierende Begeisterung gerechtfertigt? Offenkundig ja, denn so der Glückliche in entwaffnender Offenheit weiter: Diese Stelle, welche monatlich 12 Scudi beträgt, gibt wenig oder nichts zu tun. Vielleicht 10 Stunden im Jahre. Und also können Sie sich vorstellen, wie viele Konkurrenten zu derselben gewesen, von denen ein jeder einen oder mehr Kardinäle auf seiner Seite hatte. Ein überdeutlicher Verweis auf den allgegenwärtigen Nepotismus der Zeit. Während sich die übersichtliche Bezahlung in öffentlichen Museen seit dem 11. April 1763, dem Tag von Winkelmanns Dienstbeginn, nur leicht verbessert hat, ist das Arbeitsaufkommen deutlich gestiegen. Andere lästige Begleiterscheinungen hauptberuflicher Museumstätigkeit sind hingegen bis auf den heutigen Tag völlig unverändert geblieben. Nach dem Urteil Justiz habe Winkelmann erfolglos versucht, die Stelle, auch das wird heute immer gern unternommen, zu einer höheren Würdigkeit zu erheben. Denn Winkelmann habe beschlossen, die Fremden so viel als möglich zu fliehen. Als, wie er trefflich sagt, Störer meiner Ruhe und Räuber meiner Zeit. Winkelmann weiter: Ich habe ein Gelübde gemacht, mich selbst und die Stelle, die ich bekleide, nicht wie Venuti, das war sein Vorgänger, zu erniedrigen und einen Führer der Fremden zu machen und keinem Menschen außer mündlichem Unterricht als Führer zu dienen. Nur wo er ganz außerordentliche Talente finde, werde er, was ihm möglich sei, ohne alle Absicht mit Vergnügen tun. Jedem, der aus eigener Erfahrung weiß, wie nervig gehäuftes Führen sein kann, spricht Winkelmann aus der Seele. Wie sich rasch zeigen sollte, hatte er seinen neuen Job und den Papst als Arbeitgeber hier allerdings gründlich missverstanden, denn man erwartete durchaus von Beginn an, dass er hohe auswärtige Besucher in der Stadt herumführe. Im Kern bestand Winkelmanns Tätigkeit aber aus 3 wichtigeren Aufgaben. Erstens, er wachte über die antiken Bauten und Denkmäler der Stadt Rom und hatte diese so weit als möglich zu schützen. Zweitens, er übte die Aufsicht über neue Grabungen und Funde aus und musste zur Erteilung von Grabungslizenzen Stellungnahmen verfassen. Er hatte 2 Assessori, die ihm dabei halfen. Drittens, er kontrollierte die Ausfuhr von Antiken und Kunstgegenständen aus dem Kirchenstaat und musste auch hierzu Gutachten erstellen. Hier sind also kurz nach der Mitte des 8. Jahrhunderts, Mitte des 18. Jahrhunderts bereits etliche der Hauptaufgaben beisammen, wie sie noch heute von einem Museumsarchäologen im Mittelmeerraum tagtäglich zu bewältigen sind. Winkelmann, den Kunstschriftsteller und Archäologen, hatte diese damals wie heute stark administrativ geprägte Aufgabe nicht wirklich glücklich gemacht, aber sie gab ihm inneren
und äußeren Halt, führte ihm täglich neue Kunstwerke der Antike vor die Augen und gab ihm das Wichtigste, nämlich die Zeit zum Nachdenken über seine so folgenreichen Schriften. Ich freue mich sehr, dass wir heute Herrn Rupert Gebhardt hier begrüßen können. Er ist leitender Sammlungsdirektor der Archäologischen Staatssammlung zu München. Herr Gebhardt studierte von 1980 bis 1985 Vor- und Frühgeschichte, Volkskunde und provinzialrömische Archäologie an den Universitäten München, Bonn und Basel und schloss das Studium mit dem Magister ab. Bereits 1986, also nach nur 12 Semestern, wurde er an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert. Danach war er Reisestipendiat des Deutschen Archäologischen Instituts und bereiste die Mittelmeerländer. Nach dem Reisestipendium wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der römisch-germanischen Kommission im Manching-Projekt. Seine Museumslaufbahn begann er bereits 1989 als Direktorialassistent und wissenschaftlicher Werkstattleiter an der archäologischen, damals noch prähistorischen Staatssammlung. Viele von Ihnen werden die Sammlung unter dem alten Namen kennen. Bereits ab 2001 als Abteilungsleiter für Vorgeschichte und dann seit 2010 als leitender Sammlungsdirektor. Ein schöner Titel, den man auch bei den staatlichen Museen einmal andenken sollte. Im Rahmen der Museumsarbeit hat er zahlreiche Ausstellungen organisiert, an Museumskonzeptionen und Forschungsprojekten gearbeitet, war aber gleichzeitig auch an der Hochschule tätig, hat sich 1997 an der Universität Regensburg habilitiert und ist seit 2009 APL-Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Archäologie der Kelten, von Manching war schon die Rede, die Metallzeiten in Mitteleuropa, Konservierungswissenschaften sowie mehrere interdisziplinäre archäometrische Projekte in Europa und Südamerika. Er hat ein ganz umfangreiches schriftliches Oeuvre, das über 200 Aufsätze und 2 Monographien zählt. Also das ist bewundernswürdig. Wir hatten bislang nur Kontakt, wie zu so vielen Kollegen, über Leihgaben. Gleich mehrfach hatten wir die Ehre, Ausstellungen der Archäologischen Staatssammlung mit Leihgaben zu bedenken. Im Laufe seiner langen Museumstätigkeit hat er auch an der Konzeption weiterer Museen in Bayern, wie in Landau, Manching und Rosenheim mitgearbeitet. Mit dem Reisestipendium ausgezeichnet, das hatte ich schon gesagt, korrespondierendes Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts ist Herr Gebhardt und er hat den Kurt-Bittel-Preis für süddeutsche Altertumskunde, den Oberbayerischen Kulturpreis, erhalten. Also ein hochdekorierter Kollege, der uns heute seine Münchner Sammlung, die im Moment im großen Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, geschlossen ist, ausziehen wird, um dann einer Totalrenovierung des Gebäudes aus den 70er Jahren, das viele von Ihnen kennen, entgegenzugehen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Gebhardt. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, der jetzt zum dritten Male gefilmt und dann für jedermann über YouTube nachzuschauen sein wird. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für diese liebe Einführung. Dekoriert, das klingt immer so nach Hirsch irgendwie. Aber die Bayern sind da irgendwie sehr tolerant. Die fahren auch gern nach Berlin. Und ich bedanke mich aber sehr für die lieben Worte. Eine kleine Regieabweisung, dass man den Vortrag so weit versteht. Also es ist hier nicht die hohe archäologische Disputation heute. Wenn ich die Brille aufhab, bin ich der Herr Gebhardt, wenn ich die Brille abhab, bin ich kurzfristig mal der Herr Winkelmann. Weil nur so kann man irgendwie diesen Vortrag irgendwie auch dann entsprechend verstehen. Ich versuche ihn mal schnell aufzurufen. So, das ist jetzt eine Art von Programm, die kenne ich nicht, aber es funktioniert. Als ich gefragt wurde, würde ich den Winkelmann-Vortrag hier halten können heuer, habe ich gesagt, natürlich eine hohe Ehre und so. Und dann kam irgendwie danach gleich die Frage, was für ein Thema ist es denn?
Und dann ging es schon an irgendwie, dass man irgendwie angefangen hat, oh Gott, ein Thema, was sage ich bloß? Und bin dann letztendlich auf die Fragestellung gekommen, die sich aus unserem Namen eigentlich ergibt, unser Haus. Man hat es gehört, hieß mal früher Prähistorisches Staatssammlung. Ich bin auch ein Prähistoriker von Haus aus, heißt aber jetzt Archäologische Staatssammlung. Und sowas könnte durchaus zur Verwirrung sorgen. Normalerweise ist es so, und da ist dem Herrn Winkelmann irgendwie durchaus zu folgen, dass man im Alltagsgeschäft eigentlich regelmäßig abgelenkt wird. Und wenn man die Seite 27 des laufenden VÖ-Verfahrens zum vierten Mal versucht hat, nochmal zu lesen, dann kommt prompt ein Telefonanruf, nämlich normalerweise die Pforte, und dann heißt es bei uns am Telefon, das ist der Herr Gloxin irgendwie, Herr Doktor, da ist so ein Herr da. Was für ein Herr, der möchte Sie sprechen. Ja, wie heißt er denn? Sagen Sie, ich möchte warten, ich komme gleich runter. Normalerweise renne ich dann zwei Treppen runter ins Foyer. Ich habe den Nachteil, dass ich irgendwie relativ nah vom Büro am Publikum dort bin. Und dann passieren eben solche Sachen, dass jemand im Foyer steht und man sagt, grüß Gott, guten Tag, mein Name ist Winkelmann. Ich war gerade auf dem Weg zum chinesischen Turm. Da habe ich Ihren Namen gelesen. Die Glyptothek und Antikensammlung kenne ich schon, aber Sie habe ich noch nie gesehen. Was sind Sie denn für ein Museum? Sie sind ja wohl ganz neu. So neu sind wir auch nicht. Unsere Sammlung geht zurück auf das Gründungsjahr des Bayerischen Nationalmuseums, das Jahr 1855, als König Maximilian II. Verfügte, dass alle bayerischen Altertumsfunde aus dem Antiquarium zukünftig in die erste Abteilung des Museums überführt werden sollten. Unser eigentlicher Gründungsakt war 1885, am 14. Oktober um 11 Uhr, genau festgehalten, übergab der Anthropologe Professor Johannes Ranke die Schrankschlüssel und ein Inhaltsverzeichnis seiner prähistorischen Kollektion an den bayerischen Staat. Er gelobte durch einen Handschlag an Eidesstatt, ehrenamtlich für das Wohl der Sammlung zunächst einer Abteilung der paläontologischen Sammlung des Staates zu sorgen. So wurden früher Museen gegründet. Unser Haus, das Sie gerade hier noch links oben sehen, besteht seit 1973 als unabhängiges Gebäude, trug einst den Namen Prähistorische Staatssammlung und ist umbenannt worden 2000 in die Bezeichnung Archäologische Staatssammlung. Wir agieren im Grunde genommen als Landesmuseum, aufpassen, dass ich nicht Winkelmann werde, wir agieren im Grunde genommen als Landesmuseum und haben aber irgendwie neben unserem Kernmuseum auch noch 11 weitere Museen, also ein richtig großes Netz an Museen. Aha, Sie heißen also Archäologisches Museum, sind aber gar kein richtiges. Bevor ich Ihnen das jetzt lang erkläre, gehen wir einfach mal zum Postkartenständer und schauen, was wir so in unserem Haus haben. Wäre Ihnen das genehm, Herr Winkelmann? Ja, ja. Zunächst für Sie vielleicht etwas aus der Frühzeit der Sammlung. Der Altar von Eining gehört zu den frühesten bekannt gewordenen römischen Funden in Bayern und hat eine bewegte Geschichte. Bereits 1507 wurde er von dem berühmten Humanisten und bayerischen Geschichtsschreiber Johann Georg Thurmeier, genannt Aventin, beschrieben und abgezeichnet. Nach seiner Wiederentdeckung wurde er 1784 nach München gebracht und kam dann 1814 ins Antiquarium der Residenz. Über das Nationalmuseum kam er bei der Übergabe der Sammlung des Nationalmuseums 1934 an die Prähistorische Staatssammlung, die damals noch in der alten Akademie in der Neuhauser Straße war. Wer München kennt, das ist das Gebäude westlich von der Michaelskirche, gleich gegenüber vom Augustiner, wo man köstliches Bier haben kann. Dieser Altar wurde 44... Vielen Dank für den Hinweis. Der Altar wurde im April 1944 durch einen Bombentreffer vernichtet und ist nur noch als Abguss erhalten. Die Frontseite ist bereits auf einer Zeichnung Aventins von 1507 dargestellt. Sie sehen das hier. Viele Details der Inschrift und die Reliefdarstellung sind allerdings zu der damaligen Zeit noch missverstanden und die Figuren tragen die typische zeitgenössische Kleidung des 16. Jahrhunderts. Zu den Anfängen der Sammlung gehört auch das Mosaik aus Westerhofen.
Es wurde 1856 in Westerhofen bei Ingolstadt gefunden und auf Befehl König Maximilians II. Als erstes Großobjekt der Sammlung nach München gebracht. Den Blick gen Italien gerichtet, begann der Ausgräber Kögelmeier seinen Grabungsbericht. So wie man die herrlichen Antiquitäten, welche die Ausgrabungen von Pompeji zutage brachten, der Bohrung eines Brunnens verdankte, so gab der Bau eines neuen Hauses in Westenhofen die Veranlassung, dass man bei der Fundamentierung dieses Hauses zunächst auf Röhren und dann auf den Mosaikfußboden selbst stieß. Unmittelbar nach der Entdeckung des Mosaikfußbodens berichtete bereits die Presse von der Villenanlage, worauf die Gelehrten aus München, Professor Josef von Hefner und der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Professor Friedrich von Thiersch, sich umgehend auf den Weg zur Fundstelle machten und ihre Eindrücke der Presse schilderten. Dies führte sofort zu einem großen Interesse der Bevölkerung, was sich der Museumsdirektor auch jederzeit wünscht, wenn mal eine Schlagzeile kommt. Da war es aber wirklich ganz offensichtlich dramatisch. Kögelmeier schildert: Die Kunde verbreitete sich in der ganzen Gegend und karawanenweise strömten aus allen Ständen in der Runde die Bevölkerung zu diesem Funde. Mit heiliger Scheu und höchster Bewunderung betrachtete alles diese Farbenpracht, die nach so vielen Jahrhunderten mit gleicher Frische und Reinheit, wie wenn sie erst dem Boden anvertraut worden wäre, dem Augen entgegenstrahlte. Der Zudrang war so stark, dass an manchen Tagen, namentlich an zwei Feiertagen, wo vorzugsweise das Landvolk zahlreich einfand, die Zahl der Besucher dieser altehrwürdigen Stätte auf 3.000 bis 4.000 gerechnet wurde pro Tag. Über 40 verschiedenartige Fuhrwerke als Equipagen, Stell- und Leiterwagen standen in langer Reihe durch das kleine Dorf hin und wohl seit den Zeiten, wo der römische Adler hier vielleicht auf stolzer Zinne stand, wird keine größere Volksmasse diesen sonst stillen und abgelegenen Ort belebt haben. Dieser polychrome Bodenbelag, Sie sehen auf der linken Seite das erste Aquarell, was von ihm hergestellt worden kann, zeigte einst einen repräsentativen Speisesaal mit einem zentral gelegenen Wasserbecken. Die Motivwelt greift mit Seeungeheuern und Krateren die Wasserthematik auf. Im Übergangsbereich zur Apsis sind zwei Männer bei der Hirschjagd mit Hunden dargestellt. In der Apsis selbst stehen sich ein mit einer Bauchbinde geschmückter Stier und ein Bär gegenüber, eine Szene in einer Tierkampfarena. Man vermute, dass es sich bei der Villa wohl um die Jagdresidenz des amtierenden Statthalter Rätiens handelte. Die Venus von Epfach ist nicht nur eine antike Schönheit, sondern auch ein bayerischer Fund ganz spezieller Art. Erworben wurde sie zusammen mit anderen Skulpturen 1858 vom Historischen Verein von Oberbayern von einem Stuckateur namens Schelle, der vorgab, sie vom letzten Wirt von Rauen-Lechsberg in der Nähe von Epfach geerbt zu haben. Der wiederum habe die Stücke 40 Jahre lang aufbewahrt. Eine überlieferte Geschichte, wie sie auch heute noch im Kunsthandel erzählt werden würde. Unter den Skulpturen befand sich auch der Marmortorso einer nackten Frau, der zu Recht als Venus erkannt wurde. Diese Darstellung, die Venus beim Bade überrascht zeigt, ist inspiriert von einer der berühmtesten Statuen des klassisch-antiken Altertums, der Aphrodite von Knidos. Die kleinformatige römische Nachahmung in der archäologischen Staatssammlung könnte aufgrund ihrer hervorragenden Qualität ebenfalls in einer italischen Werkstatt entstanden sein. Von den sonstigen Marmorfunden aus dem römischen Epfach unterscheidet sie sich so grundlegend, dass ihr Fundort wohl an anderer Stelle gesucht werden muss. Damit ist die Venus von Epfach möglicherweise gar kein Fund, der aus bayerischem Boden stammt. Sie ist aber dennoch aufs Engste verbunden mit den frühen Bestrebungen, regionale historische Güter zu bewahren, und damit ist sie für uns auch ein wichtiges Stück unserer Sammlungsgeschichte. Diese drei ersten Beispiele geben einen guten Einblick über das Entstehen unserer Sammlung vor 1900. Bereits damals kam es zu einer Schwerpunktbildung, die neben der wissenschaftlichen Sammlung ein eigenes Profil darstellt. Die wissenschaftliche Sammlung umfasst heute geschätzt etwa 20 Millionen Objekte, die als Ausgrabungsfunde mehr wissenschaftlichen denn ästhetischen Wert haben. Wenn ich Ihnen im weiteren Vortrag einige herausragende Stücke dieser Sammlung zeige, dann dies zunächst vor dem Hintergrund, dass ich einige Themenschwerpunkte ausgewählt habe.
Winkelmann entsprechend beginnen wir mit dem Thema Skulptur. Das sieht schrecklich aus, ist aber interessant. Ich zitiere dazu aus dem Papyri Graeci Magicae. Nimm Wachs oder Ton von einer Töpferscheibe und forme zwei Figuren. Nimm 13 Bronzenadeln, stecke eine in den Kopf und sag dazu, ich durchbohre dir, dann sollte man den Namen sagen, den Kopf und zwei in die Ohren, zwei in die Augen und so weiter. Was heute wie eine Anleitung für lateinamerikanische Voodoo-Kulte anmutet, stammt aus einer Anweisung für einen Liebeszauber aus römischer Zeit. Zwei solche Figürchen wurden in der römischen Zivilsiedlung in Eining im Landkreis Kelheim gefunden. Die Darstellung, wie man sieht, ist stark vereinfacht. Nur der Kopf, das Gesicht und das Geschlecht der männlichen Figuren sind herausgearbeitet. Die Extremitäten hingegen stark verkürzt. Derartige Figuren waren vor allem im mediterranen Raum seit archaischer Zeit verbreitet. Sie symbolisieren die Opfer von Schadens- und Liebeszaubern. Dabei zielt das Ritual darauf, mit Hilfe einer Gottheit oder eines Dämons dem Willen des Akteurs zu unterwerfen und unfähig zu eigenem Handeln zu machen. Um die Zauberfigürchen wirksam zu machen, wurden sie an magischen Orten, wie beispielsweise Gräbern, Heiligtümern oder auch direkt in den Häusern der Opfer verborgen. Diese rituelle Verbindung, Abbild des Menschen als zentrales Kommunikationsobjekt oder Memorial, zieht sich durch einen großen Bereich unseres Hauses, den wir als Idolsammlung bezeichnen, in der auch Polychromie eine große Rolle spielt. Rot, die Farbe des Blutes, signalisiert in den steinzeitlichen Höhlenmalereien die Farbe des Lebens. Die von Jagdritualen geprägte Höhlenmalerei setzt diese unmittelbar ein, um das bei der Tötung hervortretende Blut darzustellen oder auch symbolisch durch Bemalung der gesamten Jagdbeute. Das Bewusstsein, dass Blut oder im übertragenen Sinne die Farbe Rot mit dem Zustand des Lebens verbunden ist, überträgt der Mensch bereits zu dieser Zeit auch auf sich selbst. Bei Bestattungen beispielsweise des Cro-Magnon-Menschen findet Rötel über die Leiche gestreut eine intensive Verwendung. Er unterstreicht, wie die Tatsache der Bestattung mit Beigaben selbst, transzendente Glaubensvorstellungen, die den Begriff Leben weiterfassen als die rein physische Existenz. In abstrakter Form ist die Verwendung der Farbe auch im Bereich menschlicher Kulturäußerung zu finden. Wir sehen hier aus den Weinberghöhlen bei Mauern eine Figur, die eine gewisse Twitter-Symbolik aufweist, einerseits einen weiblichen Aspekt, andererseits zugleich die Assoziation zu einem Phallus weckt. Diese Figur wurde selbst in einer Schicht Rötel eingebettet ausgegraben, also ganz so wie die Bestattungen der damaligen Zeit. Ein Teil des Rötels haftet heute noch dem Objekt an. Zur Erklärung dieses eigenartigen Fundes kann man eigentlich nur sich direkt auf die erwähnten Bestattungen beziehen. Auch der Befund aus den Weinberghöhlen muss als Bestattung angesprochen werden, wenn auch nur als symbolische Bestattung einer Skulptur bzw. eines Idols. Diese nur kurz dargestellte Verbindungskette Mensch, Abbild des Menschen bzw. rituelle Behandlung des Menschen, Abbild der rituellen Behandlung des Menschen, lässt sich auch in den folgenden Perioden ebenso in Alteuropa wie im Vorderen Orient nachweisen. Ich zeige hier nur ein weiteres Objekt, das als zusätzliches Element noch die rituale Körperbemalung mit einbringt. Dieses Marmoridol von den Kykladen zeigt den typischen schlanken Frauenkörper mit langem konischen Hals und ovalen Kopf. Die Rückenlinie sowie die obere und untere Halslinie weisen Reste roter Ockerfarbe auf. Im Gesicht sind doppelte Punktreihen auf der Stirn und den Wangen erhalten. Ich glaube, Sie sehen das ganz gut, also das hier die Rückenpartie, hier am Hals und hier im Gesicht diese Punktreihen an den Wangen und über die Stirn. Und hier sind weitere Reste dieser Rötelbemalung. Indirekte Spuren oder Vergleichsbeispiele belegen,
dass die Augen und die Brauen einst mit schwarzer Farbe angegeben waren. Es waren also sowohl anatomische Details in Farbe ausgeführt oder auch bestimmte Ziermuster angebracht, die als Schmuckelemente, beispielsweise als Stirndiadem, gedeutet werden können und gleichzeitig auch magische Körperbemalung darstellen. Der Beginn der massenhaft auftretenden menschlichen Idole liegt in Ost- und Mitteleuropa in großem Modo im 5. Jahrtausend und setzt damit die zuvor beschriebene Tradition des Vorderen Orients fort. Im Grunde sind die Darstellungen immer auf die gleichen Details fokussiert, insbesondere bei der Darstellung des Kopfes wird hier mit großer Aufmerksamkeit und Akribie gearbeitet. Selbst bei dem sardischen Krieger aus dem 8. Jahrhundert, der uns in voller Rüstung gegenübertritt, ist dies noch deutlich. In dem markant überlenkten Gesicht dominieren die kugelig hervorquellenden Augen. Die Augen als Verkörperung der Sinneskraft des Menschen werden in allen früheisenzeitlichen Kulturen in ausdrucksstarker Weise betont. Der Körper dieser Figur ist nicht weniger prägnant charakterisiert. Über dem doppelten kurzen Gewand sieht man eine vom Rücken über die Schultern geführte Panzerung. Die charakteristische Überlängung der Figur wird noch gesteigert durch den Helm mit seinen hoch aufragenden Hörnern. Kommen wir noch kurz zu der Darstellung rechts. Für jeden von Ihnen auch eindeutig erkenntlich, dass man es hier mit einem Kelten zu tun hat. Die Kelten sind von allen prähistorischen Gesellschaften Mitteleuropas diejenigen, bei denen man aus historischen Quellen erstmals etwas über die zugrunde liegenden Ideen zu den Objekten erfahren kann. Der Kopf galt bei den Kelten als Sitz der Seele, weshalb er in Darstellung und Verehrung besondere Aufmerksamkeit fand. Der griechische Geschichtsschreiber Diodor überliefert hierzu, Zitat, den gefallenen Feinden schlagen sie die Köpfe ab und hängen diese ihren Pferden an den Hals. Die Köpfe, draußen habe ich gerade das schöne Pferd von Friedrich II. Gesehen, musste ich gerade dran denken. Die Köpfe der vornehmsten Feinde balsamieren sie ein und bewahren sie sorgfältig in einer Truhe auf. Schädeltrophäen sind tief verwurzelt in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus und bezeugen die sich verändernden religiösen Vorstellungen der Kelten. Vor allem Cäsar berichtet von der grundlegenden Vorstellung, dass ihre Seelen nicht untergehen, sondern nach dem Tode von dem einen auf den anderen übergehen. In den Bereich des keltischen Kultes gehören auch Kleinbronzen wie Tierplastiken. Wir sehen hier in der Mitte die berühmten von Weltenburg, Sempt und Lindau. Diesen Tieren, die als sinnbildliche Darstellung oder Begleittiere keltischer Götter verehrt wurden, schrieb man magische Kräfte zu. Im Gegensatz dazu ist die Interpretation der relativ seltenen Graffiti, Sie sehen hier ein sehr gekonnt gezeichnetes Graffito aus dem Oppidum von Manching mit einem gezähmten Hirsch. Der hat also hier eine Ringtrense im Maul und springt hier nach rechts. Für uns heute rätselhaft, sicherlich spielen dabei keltische Mythen eine Rolle. Die beiden Achsnäckel rechts stammen wiederum von einem zweirädigen, prunkvollen Streitwagen aus Manching. Wir sehen hier die Köpfe von Nachtraubvögeln, in dieser Art nur vergleichbar mit den Bildern auf einem Kessel von Braun in Ostjütland. Raubvogeldarstellungen erscheinen bei uns bereits seit der frühen Lateinzeit, also seit dem 5. Jahrhundert, sind ganz zahlreich dann auf keltischen Münzen des 2. bis 1. Jahrhunderts, genau zu der Zeit, wo das keltische Totenritual sich wandelt. Man könnte also spontan die Raubvögel mit dieser jüngeren Totenritualentwicklung assoziieren, bei denen es nicht nur um die Einwirkung roher Gewalt auf die Knochen, sondern es auch um den Tierfraß geht. Manching ist ein ausgezeichnetes Stichwort an dieser Stelle für ein Phänomen, das es heute noch gibt. Und zwar das Phänomen, es wird gleich ein Raunen und ein Murren kommen, aus Berlin, dass München noch immer die nördlichste Hauptstadt Italiens ist. Dieses Phänomen fußt hauptsächlich auf der Interpretation, dass der Sinn der Alpen eigentlich nur ihre Überwindung ist. Man hat das offenbar in der Antike schon entsprechend irgendwie gesehen
Und eines der beredtesten Beispiele, das wir nur kurz nochmal hier in Erinnerung bringen, ist das Oppidum von Manching mit seinen zahlreichen Importfunden aus dem Süden. Also alles, was Sie hier sehen, sei es Luxusgeschirr, Weinamphoren aus Unteritalien, Rohstoffe wie Glas oder auch Mode zum Beispiel, also diese beiden Silberfibeln repräsentieren in Wirklichkeit ein Gewand, nicht nur die Schmuckform selber. Hier oben sehen Sie einen Bernstein in einem Eisenfingerring drin mit einem Seewesen, ähnlich wie dem, was wir zuerst schon gesehen haben auf dem Mosaik von Westerhofen. Also diese Funde sind wirklich abundant in Manching und sind im Endeffekt irgendwie die letzte Konsequenz einer Entwicklung, die bereits vorher angegangen ist. Innerhalb des Oppidums kann man für die ältere Phase dieses Südeinflusses einen sehr schönen Fund anführen, nämlich das sogenannte Goldbäumchen von Manching. Das Goldbäumchen von Manching besteht aus einem Ensemble, das zwei Teile hat. Einerseits ein mit keltischen Ornamenten verzierter Holzschrein, der ist ungefähr so groß gewesen, und ein Goldbäumchen mit Efeublättern, Eicheln und Knospen sowie einem 70 cm hohen, kreisaugenverzierten, goldplattierten und geschwungenen Stamm. Sie sehen hier die ursprüngliche Restaurierung des römisch-germanischen Zentralmuseums nach der Ausgrabung. Wir haben dann auf Röntgenbildern festgestellt, dass es in Wirklichkeit wirklich um einen gebogenen Stamm handelt. Das konnte man aber nicht rückformen mehr, diese Restaurierung. Deswegen haben wir einfach irgendwie diese Rekonstruktion parallel dazu gemacht, um das ursprüngliche Aussehen darzustellen. Die Herstellungsart der mit Goldfolie überzogenen Bronzeblätter ist technisch echt eng an hellenistische Blattgrenze aus Tarent geknüpft. Nach der Interpretation von Ferdinand Meyer stellt das Bäumchen einen mit Efeu umrankten Eichenspross dar. Sowas ist sowohl ein beliebtes Motiv im profanen Bereich, ich erinnere an Liebesgedichte, beispielsweise Horaz, der sowas sagt wie, als du noch enger als Efeu die ragende Eiche umwuchert, mit sanften Armen mich umfingst, als auch natürlich irgendwie um das keltische Phänomen der Baumkulte. Bleibt diese Interpretation offen, so ist doch deutlich, dass die Kelten Südbayerns hier ganz in der Kenntnis des Wissens des Südens sind, ein Gedanke, den wir nochmals kurz in der Zeit zurückverfolgen. Der Grabfund Nummer 7 von Obermenzing, auch schon vor über 100 Jahren entdeckt bei München aus der Zeit um 200 vor Christus, enthielt neben der bekannten Waffenausstattung des Handwerkers Handwerkszeug des Toten, nämlich zwei fragmentarisch erhaltene Skalpelle sowie einen Wundhaken und eine Knochensäge. Ob diese Instrumente keltische Nachahmungen hellenistischer Instrumente sind, ist unklar. Die Knochensäge ist immerhin in dem Bereich der vorderen Schneide, also in diesem Bereich, mit flüssiger Bronze überzogen worden, was eigentlich eine keltische Technik ist und deshalb möglicherweise doch irgendwie eine keltische Nachahmung der Werkzeuge bereits auch vorliegt. Dass solche Instrumente tatsächlich von den Kelten benutzt wurden, zeigen entsprechende Sägespuren an den Menschenknochen, die wir aus der keltischen Zeit in Bayern kennen, beispielsweise auch aus den Menschenknochen von Manching. Dieses Licht des Südens, das sich hier in unserer Sammlung spiegelt, sehen wir in vielen spektakulären Objekten der Sammlung. Ich zeige hier nur noch einen, und zwar den Dolch von Kinding Ibling, ein jüngeres Stück. Es wurde bei der Bau der ICE-Trasse München-Nürnberg gefunden in einem Grabhügel. Das Grab war zwar in der Antike bereits beraubt, aber die Plünderer hatten diesen Dolch übersehen. Der Griff aus Elefantenelfenbein endet in zwei nach innen blickenden Felidenköpfen, wobei der Erhaltungszustand nicht so gut ist, dass man diese eindeutig bestimmen kann. Gemeint sind aber wohl Löwenköpfe. Es gibt hierzu nahezu identische Dolche in den Gräbern von Matelica im Picenum. Die Erhaltung dieses Objekts hier ist der Kunst der Restaurierungswerkstätten in unserem Haus zu verdanken, da zugleich das Elfenbein wie ein Feuchtfund konserviert werden muss und das Eisen absolut trocken gehalten muss.
Unsere Restaurierungswerkstätten gehören mit mehr als 15 Mitarbeitern, die festangestellt ist, zu den größten in Deutschland und beteiligen sich durch eine Kooperationspartnerschaft mit der Technischen Universität hier in München. Also wir sitzen im gleichen Gebäude mit den Restaurierungswerkstätten wie der Lehrstuhl für Konservierungswissenschaften der Technischen Universität, auch direkt an der Konservierungsforschung. Was für eine Qualität hier erreicht worden ist die letzten Jahre, möchte ich nur an diesem Beispiel zeigen. Auch wieder ein Neufund, ein im Block geborgenes Grab aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Ein, würde man sagen, in Baden-Württemberg Fürstengrab, ein hallstattzeitliches. Sie sehen hier das Skelett mit den Unterschenkeln, das über einem reichen Befund liegt von organischen Resten, die mit Zehntausenden von Bronzenieten beschlagen worden sind. Und auch hier ist das Problem, dass eben gleichzeitig irgendwie die Feuchterhaltung erhalten werden muss für die organische Beprobung, wie auch die Metalle möglichst schnell getrocknet werden müssen, also ein schwieriger Konservierungsprozess. Wir haben hier mehrere Gegenstände aus Holz drinnen, dann hier so Holzstangen, offenbar Zugstangen vom Pferdegeschirr. Hier sehen Sie breite Lederriemen, reich verziert auf beiden Seiten, ineinander verwickelt, Teile von einem zerbrochenen Joch und so weiter und so weiter. Also wir schätzen, dass wir das nach dreijähriger Restaurierungsarbeit nächstes Jahr fertigstellen können und dann kann die Auswertung auch von diesem beginnen. Die reichen Bestattungen der älteren Eisenzeit haben bei uns im Gegensatz zu Baden-Württemberg, wo sie im Fürstengräberkreis immer als Fürstengräber bezeichnet wird, keine Goldbeigaben dabei. Ich sage immer ironischerweise, die waren so schlau und haben es nicht ins Grab geschmissen, das Gold, sondern es behalten. Aber wir haben immerhin seit 2009 hier mit Ilmendorf das erste Grab irgendwie, in dem auch die Goldbeigaben erhalten sind, und zwar 6 identische Ringe, die in der Nähe vom Kopf gefunden wurden, Ohr- oder Haarringe. Und was Sie dort deutlich sehen, ist wieder dieser Südeinfluss. Im Endeffekt tun diese kleinen Blumenmuster und die Punzierungen, die hier im dünnen Goldblech ausgeführt worden sind, etruskische Granulation nachahmen zu versuchen. Dazu gehört auch, dass diese Glasobjekte, die Sie hier sehen, eindeutige, wie auch einige von diesen Bernsteinobjekten, eindeutige Importe aus Oberitalien sind. Also hier auch wieder die Einflüsse des Südens, die wir so oft in unserer Sammlung sehen. Das könnten wir jetzt noch zurück vertiefen bis in die Steinzeit, aber da wird es so wenig attraktiv, dass ich Ihnen das nicht zumuten will. Wir gehen deswegen im Zeitstrahl in die andere Richtung. Und jetzt müsste ein Lächeln bei Ihnen kommen, kommt es auch. Oberammergau. Im Jahr 1901 riss südwestlich von Oberammergau ein Ochse aus. So gehen viele Geschichten in unseren Fundakten los und lief in den Wald. Sein Hirte entdeckte in dem aufgewühlten Boden den hier gezeigten silbertauschierten Offiziersdolch. Die anschließende archäologische Untersuchung 1901 des Fundortes blieb ohne Ergebnis, weshalb der Dolch in der Forschung lange als exzeptioneller Einzelfund galt. Historische Bedeutung erlangte das Stück erst 1991, als auf dem Döttenbichel, einer Felskuppe über dem Ammertal, nur etwa 150 Meter von der Fundstelle von 1901 entfernt, ein Opferplatz der einheimischen Bevölkerung entdeckt wurde. Neben einheimischen Schmuck, Trachtbestandteilen und Geräten fand man dort zahlreiche römische Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die wahrscheinlich nach einem Kampf zwischen einheimischen und römischen Truppen dort deponiert wurden. Gestempelte Katapultpfeilspitzen der 19. Legion ermöglichen eine zeitliche Einordnung dieser kriegerischen Auseinandersetzung, da diese Einheit zu den Truppenverbänden gehörte, die im Jahr 9 nach Christus in der Varusschlacht untergingen. Wir haben hier also Zeugnisse, die in der antiken Literatur des in der antiken Literatur überlieferten Alpenfeldzugs der beiden Stiefsöhne des Augustus, Tiberius und Drusus im Jahr 15 vor Christus. Bekanntermaßen führte dies dann letztendlich in der Konsequenz zur Romanisierung eines größten Teils von Bayern. In Bayern haben wir insgesamt Hinterlassenschaften von 3 römischen Provinzen, am Main ein kleines Stück Obergermanien östlich des Inns Noricum und Rätien, das die Hauptprovinz darstellt. Fast völlig militärisch geprägt gehört Rätien zu den eher ärmeren Provinzen.
Dennoch ist unsere Sammlung hier nicht so schlecht aufgestellt und wir haben eine Reihe einzigartiger Objekte, die man anderweitig nicht findet. Als Beispiel zeige ich Ihnen nur die beiden Schiffe von Oberstimm, für die extra ein Museum gebaut wurde, in Manching nämlich. In diesem Bereich sind die beiden Schiffe ausgestellt. Das Museum dient aber gleichzeitig noch dem Schwerpunkt der Keltenstadt Manching, diesen dort zu verdeutlichen. Wenn Sie mal an der Autobahn im Stau stehen, auf der Höhe von Ingolstadt, fahren Sie ruhig mal ab, das lohnt sich. Als zweites Beispiel für diese römische Okkupationsfund möchte ich Ihnen den Schatzfund von Eining kurz zeigen. Eining ist ein Kastellplatz am niederbayerischen Donaulimes. Es war ein Garnisonsort der dritten teilberittenen Britannia-Kohorte, eben die Cohors Tertia Britannorum Equitata. Der Fund besteht aus zahlreichen Schutzpanzern für Mensch und Tier, die bei Reiterkampfspielen getragen wurden. Wenngleich die nach festgelegten Regeln ablaufenden Gefechte nur mit Holzattrappen anstelle scharfer Waffen ausgetragen wurden, war es doch notwendig, die Augen der Pferde vor Verletzungen zu schützen. Die beiden vollständigen Rossstirnen aus Eining bestehen aus getriebenen, ursprünglich unterfütterten Bronzeblech. An der Stirnplatte sind mit Scharnieren zwei Seitenelemente befestigt, auf denen halbkugelige, mit Durchbruchsmustern verzierte Augenschutzkörbe angebracht wurden. Sie können die ganz gut hier erkennen, das ist die eine Rossstirn, da hinten liegt die andere Rossstirn. Hier mit dem Herakles drauf, hier wieder das sich fast durch den Vortrag ziehende Seewesen. Die nach festen Regeln ablaufenden Reiterkampfspiele waren ein Bestandteil des Trainings der berittenen Verbände im gesamten Imperium. Zwei Partien standen sich gegenüber, jeweils in reiche Rüstungen gekleidet. Da die Reiterspiele überwiegend auf keltische Wurzeln zurückgingen, waren die damals verwendeten Fachausdrücke für die verschiedenen Bewegungsfiguren auch keltischer Herkunft. Selbst die Bekleidungsbestandteile, wie etwa die hauteng anliegenden Hosen der Reiter, zeigen dieses keltische Ursprungsgebiet der berühmtesten Reiterverbände der römischen Armee. Die Gestaltung dieser Gesichtsmasken und Frisuren charakterisierte meistens die beiden konkurrierenden Parteien, sowie die unterschiedlichen Farben bei den Fußballtrikots. In dem Fall konnte man es aber nur irgendwie mit klassischer Bildung zuordnen, nämlich auf der linken Seite eine Variante, nämlich den sogenannten Alexander-Typ in Anlehnung an die Porträtzüge des großen makedonischen Feldherrn. Diesen stand der Typ mit hochtupierter, feinlockiger Frisur gegenüber, der den Orientalen charakterisierte. In gewisser Weise spiegelte sich darin das alte Motiv des Kampfes von Gut gegen Böse, von Okzident gegen Orient wieder. Im Gegensatz zu anderen Provinzen ist in Bayern das römische Erbe nur in sehr geringem Maß in aufrechtstehenden Denkmälern erhalten geblieben, was mit der Art der nachrömischen Besiedlung zu erklären ist. Nach dem Ende der Römerherrschaft flammt der Einfluss Italiens zunächst noch ein letztes Mal auf, und hierfür können wir aus den letzten Jahren ein sehr schönes Beispiel nennen, nämlich eine kleine Adelsgräbergruppe südlich von München in einem Ort namens Unterhaching. Dort fanden sich in einem Grab zwei so große Scheibenfibeln, die eine höchst eigenartige, verschlüsselte Botschaft aus dem Mittelalter tragen. Sie sehen hier eine Darstellung von vier Raubvögeln in einem sehr durchdachten Design, für das man Einlagen aus rotem Granat und ursprünglich leuchtend smaragdgrünen Malachit exakt zugeschliffen hat. Handwerkliche wie ornamentale Details lassen eindeutig darauf schließen, dass die Fibeln in Italien hergestellt wurden, an einem der damaligen politischen Zentren, nämlich in Ravenna oder in Rom. Was ist mit der Darstellung aber gemeint? Die Bildsprache erschließt sich damals wie heute nur dem, der mit dem antiken Bildkanon und der geistlichen Literatur dieser Zeit vertraut ist. Mit der Perle auf der Brust ist ein Jungvogel gemeint, ein jugendliches Tier. Das Vixierbild des Raubvogels mit erhobenen Schwingen oder im Blätterkelch, Sie sehen das hier, je nachdem wie Sie den anschauen, hat er entweder hier erhobene Schwingen oder sitzt hier im Blätterkelch drin in einer Art Ei. Dieses Vixierbild
führt zu einer Bildgruppe, die man mit dem Mythos des Vogels Phönix zusammenbringen kann. Spätestens seit dem Physiologus im 2. Jahrhundert nach Christus wird dieser mit dem Tod und der Auferstehung Christi verbunden und damit auch ein Synonym für Christus selbst. Wohl nicht zufällig wird die Bilddarstellung von einer entsprechenden Farbsymbolik unterstützt. Rot als Farbe des Blutes, grün als Farbe der Hoffnung auf die Auferstehung und Gold als Material der Ewigkeit. Die ehemalige Besitzerin der beiden Gewandverschlüsse trug zweifellos ganz bewusst Schmuckobjekte mit dezidiert christlicher Symbolik, auch wenn sie die komplexe Bildsprache nicht bis ins letzte Detail verstanden haben muss. Mit Sicherheit hat aber der Künstler, der diese Scheiben entworfen und hergestellt hat, ein umfassendes Wissen besessen, das in seiner Zeit nur den hohen Geistlichen zugänglich war. Wie komplex das damalige Kunsthandwerk war, zeigt ein Blick auf ein kleines Teilprojekt, das mit der Restaurierung dieser Objekte verbunden war, nämlich die Untersuchung der Granate, von denen wir nicht nur die aus Unterhaching haben, sondern die haben wir zu Hunderten in unserer Sammlung. Was man bei der Untersuchung festgestellt hat, ist, dass es ganz verschiedene Quellgebiete für diese Granate gibt. Und die Granate von der Unterhachinger Scheibenfibel kommen hier aus der Region Indien-Ceylon, also ein ganz großer Rohstoffmarkt, der irgendwie schon ein globales System umfasste. Diese Quelle Indien-Ceylon gilt auch noch für die Objekte, die wir im nächsten Beispiel sehen. Wiederum ein Stück quasi aus den ältesten Beständen des Hauses, nämlich der frühmittelalterliche Grabfund von Wittislingen, der bereits 1881, 4 Jahre vor der eigentlichen Gründung der Staatssammlung, bei Steinbrucharbeiten gefunden wurde. Das zentrale Stück aus dem Grab ist eine fast 16 cm lange Bügelfibel, die ist ungefähr so groß, die zu den größten und reichsten Exemplaren dieser frühmittelalterlichen Objektgruppe gehört. Ein Unikat, das bis heute unerreicht ist, und ich bin mir sicher, wenn es heute im Handel auftauchen würde, sofort unter Fälschungsverdacht geriete. Die Vorderseite wird in ihrer Einzigartigkeit noch von der Rückseite übertroffen. Hier findet sich eine lateinische Inschrift in Niello eingelegt, das sehen Sie hier. Hier die Umschrift, ich lese es Ihnen auf Deutsch vor. Ufila, lebe glücklich in Gott, unschuldig vom Tod ergriffen, denn solange ich leben durfte, war ich sehr gläubig, ruhe in Gott. Wigerick hat es gemacht. Hier unten Wigerick, Fezit. Die verwendeten Formulierungen nach handelt es sich dabei offenbar um die Kopie einer Grabinschrift für eine Frau namens Ufila. Diese Grabinschrift war von einem Gebildeten jener Zeit konzipiert worden, wahrscheinlich von einem Geistlichen. Grabinschriften sind im 6. und 7. Jahrhundert nur in Italien, Gallien und im Rheinland üblich, sodass wir die ansonsten unbekannte Ufila in einer dieser Regionen ansiedeln dürften. Offenbar stand die Trägerin der Fibel in Beziehung zu dieser Ufila und beauftragte den Goldschmied, die Inschrift auf das Spuckzeug so zu übertragen. Den Stolz über sein Werk teilte uns der Goldschmied durch die Einfügung seines eigenen Namens, Wigerick, am Schluss der Inschrift mit. Den Geheimnissen von Frauen und Männern nachzuspüren, ist sicher eine der Arbeiten im Museum, die einem am meisten Spaß machen. Dieses Paar Lederstiefel gehört der sogenannten Frau von Peiting, die bislang einzige bekannte Moorleiche aus Bayern. Wir hatten noch eine zweite, die hat sich aber als südamerikanische Mumie herausgestellt. Obwohl Generationen von Schülern immer gesagt gekriegt haben bei der Führung, wenn ihr brav seid in der Römerzeit, dürft ihr hinterher noch die Moorleiche aus Dachau anschauen. Das ist der Fortschritt der Forschung. Diese Moorleiche aus Peiting ist im 14. Jahrhundert in einem hölzernen Sarg in Ost-West-Richtung in der Nähe eines durch ein Hochmoor führenden Weges bestattet worden. Eine typische Armhaltung mit über der Brust gekreuzten Armen macht deutlich, dass es sich hierbei unzweifelhaft um eine christliche Bestattung handelt. Warum kam sie nicht auf den Friedhof, sondern abseits der normalen Bevölkerung wurde sie im Moor beigesetzt? Möglich war sowas im späten Mittelalter bei Selbstmördern, Gebannten und Hingerichteten, aber auch bei Ortsfremden oder Reisenden. Die kniehohen Lederstiefel der Damenschuhgröße 36 bestehen aus zwei unterschiedlichen Ledermaterialien, der Schaft aus Ziegenleder
und die Sohle, das Vorderblatt und die Verstärkung der Ferse aus strapazierfähigem Rindsleder. Dies ist auch entsprechend, Sie sehen das hier, stark abgenutzt und zum Teil ausgebessert, also Stiefel, die wirklich ein ganzes Leben lang getragen wurden. Was ist, Herr Winkelmann, Sie schauen so wenig begeistert? Naja, ist ja ganz nett, die Stiefel sind schon ganz gut, aber so richtige Schätze haben Sie wohl nicht in Ihrem Museum. Das ist reine Neigungssache. Ich kann Ihnen natürlich hier noch ein paar Schätze zeigen heute. Aber dann muss ich endlich wieder an die Arbeit, ich habe nämlich noch ein Museum zu sanieren. Alles, was wir heute als Schatz bezeichnen, hatte natürlich auch schon in der Antike seinen Wert. Und die allmähliche Entstehung des Wertbegriffs hat in unserer Sammlung eine besondere Bedeutung. Der Wertbegriff ist früh an Metall gebunden. Dies schlägt sich bei uns zunächst einmal dadurch nieder, dass der südbayerische Raum Anteil an den alpinen Kupfervorkommen hatte, teilweise durch den Betrieb der Bergwerke, teilweise durch den Handel. Die Staatssammlung hat mehrere hundert Kilo Kupferbarren aus der Bronzezeit, eine detaillierte Dokumentation der raffinierten Niederlegungsdetails der Depots gelang aber erst in den letzten Jahren. Der hier zu sehende Hort von Ilching wurde 2008 im Block geborgen und dann in den Restaurierungswerkstätten präpariert. Die Ringe waren sehr sorgfältig bündelweise mit Hanf verschnürt und eng ineinander gestapelt vergraben. Sie erkennen das hier noch, hier sind die originalen Schnüre. Und anhand dieser originalen Verschnürungen weiß man genau, welche Einheiten gebildet worden sind. Also es sind mehrere Achterbündel, Siebenerbündel und dann die Teilbereiche davon gebündelt wurden. Die Bündelungen und zugleich Wiegekorrekturen an den Objekten zeigt, dass bereits zu dieser Zeit, wir befinden uns um 1600 vor Christus, ein ausgeklügeltes Gewichtssystem im Handel zugrunde lag, das eine unterschiedliche Werteinheit mit sich führen musste. In diesem Sinne der unterschiedlichen Werteinheit sind diese Barren unmittelbare Vorläufer des Geldes. Dieses Geld tritt bei uns zum ersten Mal bei den Kelten auf. Die ältesten Münzen, die wir kennen, stammen aus dem 3. Jahrhundert. Und hier kann man irgendwie an die Tradition vorher anknüpfen. Ganz in prähistorischer Tradition unterscheidet sich der Wert dieser Münzen allein im Metall, also Gold, Silber, Kupfer, oder in ihrem Gewicht. Von einer Grundeinheit, ca. 7 Gramm, als Hilfsbezeichnung dem griechischen Stater entlehnt, also der keltische Stater, gibt es Teilungen, ein Drittel davon, ein Viertel davon, ein Sechzehntel davon, ein 48. davon, bis ein 72. davon. Diese kleine Geldbörse aus Manching, die 4,3 cm lang ist, enthielt 6 Goldmünzen und gehört zu den frühesten und wichtigsten Dokumenten der keltischen Münzgeschichte. Bei den Goldmünzen handelt es sich um ein kleines, geprägeloses Regenbogenschüsselchen, das ist dieses Stück hier, mit einem Gewicht von 2 Gramm. Es ist also ein Viertel von einem großen. Und dazu kommen 4 südbayerische Kleingoldmünzen vom Typ Manching, die auf der Vorderseite ein Lockenkopfmotiv haben und auf der Rückseite ein menschenköpfiges Pferd. Diese Münzen wiegen nur 0,33 Gramm, das sind die berühmten 24stel. Und da gibt es noch 48stel und 72stel, die sind dann noch kleiner. Ein typengleiches Exemplar mit diesem Lockenkopfmotiv fand sich vor etwa 50 Jahren in der Nekropole von Butera auf Sizilien. Das Grab datiert die Münze dort in das späte 3. Jahrhundert vor Christus. Wie die kleine Münze von Südbayern nach Sizilien gelangte, kann man nur vermuten. Bekanntlich aber ist die Stadt Syrakus diejenige gewesen, die zu ihrer Verteidigung regelmäßig keltische Söldner angeworben hat. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass hier auch welche von Südbayern bis nach Sizilien reisten. Keltengeld können Sie bei uns aber auch kiloweise sehen. Hier ein Schatzfund aus einem Fundort namens Großbissendorf. Die ersten Münzen dieses Schatzfundes von Großbissendorf wurden 1986 gefunden.
Das war noch die Zeit vor den Metalldetektoren. Unsere großen Keltenmünzschätze sind entweder beim Spargelbeet anbauen oder beim Pflanzen von Pflanzen gefunden worden, so wie in diesem Fall. Und erst bei Nachgrabungen fand man dann den gesamten Schatz, der insgesamt 384 Münzen aufweist, die zusammen in einem Eisentöpfchen vergraben wurden. Der Fundort liegt in Luftlinie 170 Kilometer westlich des böhmischen Oppidums Stradonitz und 60 Kilometer nördlich des Oppidums Manching. Und interessanterweise spielt auch prozentual die Beziehung zwischen beiden Orten, spiegelt sich in der Zusammensetzung des Münzschatzes wider. Er enthielt nämlich etwa ein Zehntel boische Münzen in unterschiedlichen Nominalen, der Rest waren süddeutsche Münzen. Dieser Schatzfund steht nur exemplarisch für andere und viele tausende Einzelstücke keltischer Münzen. Unsere keltische Münzsammlung zählt heute zusammen mit der des Cabinet de Médailles zur größten ihrer Art in Europa und damit auch in der Welt natürlich. Ich persönlich bin weder ein Freund der Superlative noch des Goldes. Mich faszinieren unter den Millionen Objekten unserer Sammlung solche wie die beispielsweise vom St. Jakobsplatz in München. Davon haben wir auch wieder Tausende und ich erkläre Ihnen gleich, worum es geht hier. Diese Objekte wurden beim Bau der jüdischen Synagoge auf dem ehemaligen Anger gefunden, ziemlich im Zentrum Münchens. In dem Bereich lag seit etwa 1200 eine Jakobskirche, die eine Station auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela wurde. 1391 zählte man bei einer Einwohnerzahl von etwa 11.000 Menschen bis zu 60.000 Pilger in der Woche in München. Und spätestens an dieser Stelle am Anger fand seit 1310/12 die sogenannte Jakobiduld statt, eine Art Jahrmarkt, der über 500 Jahre lang der größte gesellschaftliche Mittelpunkt in München war und den zentralen Handelsmittelpunkt für die Produkte aller Art darstellte. Die zugehörigen Kleinhandwerker zu dieser Duld arbeiteten vor Ort. In diesem Fall fertigte man aus den Rippen- und Plattenknochen der Rinder vom benachbarten Markt massenhaft kleine Ringe. Nachweisbar sind diese nur noch durch den negativen Befund, nämlich durch die Löcher, die zurückgeblieben sind. Und hier sehen Sie noch ein Stück, das nicht ausgebrochen wurde. Was sind das für Ringe? Solche Ringe wurden aus Reifen, aus Stoff oder Leder aufgenäht und beim Beten mit den Fingern umgeklappt. Als Vorläufer des Rosenkranzes werden diese Reifen nach dem christlichen Hauptgebet auch Paternoster genannt. Die großen Abfallmengen zeigen hier den riesigen Bedarf an, den vor allem die St. Jago-Pilger hier an Paternoster-Reifen verursachten. Ich möchte schließen mit einer Serienproduktion ganz anderer Art, die von den Belangen religiöser Verehrung verursacht wurden. Der Schatzfund von Weißenburg. Der Schatzfund von Weißenburg gehört mit fast 150 Einzelstücken, Statuetten, Silbermotiven, Gefäßen, Paraderüstungsteile, Eisengeräte und so weiter zu den bedeutendsten Depotfunden nördlich der Alpen. 16 Bronzestatuetten repräsentieren den römischen Götterhelm, Genien und Heroen. Alle Figuren zeichnen sich, wie Sie hier erkennen können, durch eine vorzügliche Qualität auf. Rechts vorn ein Gott wie aus dem Fitnessstudio, Jupiter mit dem Adler auf seinem ausgestreckten Rechten. Der muskulöse oberste Gott ist nur mit einem über die Schulter gelegten einfachen Mantel bekleidet. Körpermodellierung und Haartracht zitieren einzelne Motive der klassischen griechischen Kunst des 5. Jahrhunderts. Ein Musterbeispiel also für den auch von Winkelmann so geschätzten Klassizismus, der nach dem Geschmack der damaligen Zeit bei den spätantoninischen Künstlern und Kunsthandwerkern Italiens gebräuchlich war. Das wäre doch jetzt wirklich was für Sie, Herr Winkelmann. Man könnte einen Besuch in Erwägung ziehen. Haben Sie vielleicht eine Freikarte?
Sehr herzlichen Dank, Herr Gebhardt, für diesen fantastischen Abriss der Geschichte und des sagenhaften Zwingspanoramas in Ihrer Sammlung, die ja weit mehr ist als nur ein archäologischer Spiegel der Vor- und Frühgeschichte Bayerns, sondern Sie haben uns wunderbar aufgezeigt, welche späte Blüte Latiums doch Bayern eigentlich ist und was alles an klassischen Kontakten sich hier nachweisen lässt. Also 20 Millionen Objekte, haben Sie gesagt, da können wir nur ganz ehrfurchtsvoll drauf sehen. Ich darf Ihnen sicher im Namen aller Anwesenden ganz herzlich danken für diesen wunderbaren Vortrag. Ich darf Ihnen ganz bestimmt auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, die, was das angeht, auch leicht geprüft sind, viel Glück für den Umbau und die Sanierung Ihres Museums wünschen. Es entspricht der Tradition, dass es jetzt, anders als sonst bei unseren Vorträgen, keine Befragung, keine Diskussion gibt, aber jeder ist nachher im Wiegandhaus ja eingeladen, sich mit Ihnen zu unterhalten und Ihnen Fragen zu stellen. Also nochmal ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag und dass Sie gekommen sind. Ich darf zunächst einladen in das Wiegandhaus, wie der Brauch es gebietet. Ich darf allen Mitgliedern der Archäologischen Gesellschaft ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr wünschen. Ich möchte ganz herzlich meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen danken für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr, Ihnen für Ihre Treue. Ganz besonders danke ich Regina Atula, die das ganze praktische Geschäft der Archäologischen Gesellschaft am Laufen hält. Herzlichen Dank dafür. Sie Und jetzt muss ich schauen, ob ich noch was vergessen habe, genau, nämlich auf unseren nächsten Vortrag hinzuweisen, der schon am 20. Januar 2015 von unserer Kollegin Birgitta Eder über das mykenische Karkovatos gehalten werden wird. Ja, ich denke, das.